Oh, so YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Worker and Resources. Es geht wieder weiter. Und ihr seht, wir sind an einer ganz anderen Stelle. Ja, mir ist was aufgefallen. Und zwar wollen wir ja hier Kohlearbeiter hinmachen und da müssen so 500 Leute hin oder mehr. Und ich habe gemerkt, hey, wir haben ja gar keine Zugverbindung. Wäre cool, wenn wir eine Zugverbindung dann hätten, denn ist mir aufgefallen, wir hatten hier eine Brücke. Und von Brücken kann man nicht abgehen. Du dummes Spiel. Dann dachte ich mir, hey, cool, vielleicht nutzen wir den Platz, um hier einen kleinen Hügel aufzuschütten. Habe ich auch gemacht, hätte auch funktioniert, sah auch richtig gut aus, aber die Biomkarten fangen an zu buggen, wenn man den Gelände anheben, absenken oder modifizieren Button nimmt. Das hatte ich schon im Editor. Eigentlich hatten sie das behoben, dass die das Geländemesh neu berechnet wird für Kollision, wenn das benutzt wird. War auf jeden Fall in den Release-Bug-Notes drin. Scheint nichts gebracht zu haben. Wenn ich hier das Gelände verändere, dann kann ich teilweise in diesem Umkreis nichts mehr korrekt setzen und das Spiel laggt innerhalb dieser Sachen quasi. Also ich kann sowas, könnte ich nicht mehr machen. Er würde hier einfach hängen bleiben. Und ich könnte in die Richtung nicht mehr bauen, warum auch immer. Dass dann so ein krasses Problem wird in so einem Bereich. Muss irgendwas spielintern Mechanisches sein. Also habe ich den klassischen Weg gewählt. Wir gehen jetzt hier früher runter. Ist natürlich dafür jetzt eine harte Vorgehensweise. Da habe ich ein bisschen getrickst und wir haben es hinbekommen, dass wir wenigstens von einer Seite hier lang hinfahren könnten. Nicht? Dann könnten wir zumindest einseitig sagen, hey, du darfst zum Beispiel nach da fahren, du darfst nach da fahren. Und dann wäre alles, glaube ich, soweit okay. Yo, das haben wir gemacht. Nur, und hier gehen wir nach rechts, weil hier ein Autobahnkreuz irgendwie hinkommt. Damit die sich nicht blockieren. So. Soweit, so gut. Das habe ich aber in der Aufnahme nicht drin, weil wir uns da gar nicht drum kümmern wollten und ich echt gerade ein bisschen zirkeln musste, dass das klappt. Für wenig Effekt. Von daher lassen wir das. So. Aber jetzt zu den guten alten Feldern. Ne? Die können eigentlich wirklich bis an die Straße rangehen. Und man sieht, man kann wieder nicht so drehen, dass es passt in alle Richtungen. Dann würde ich das eher so ausrichten. So, und jetzt müssen wir hier zwischen ja auch keinen Platz mehr lassen. Das heißt, da können wir auch theoretisch so hingehen. Jetzt haben wir hier vorne aber natürlich unnötigen Platz, den ich nicht benutzen könnte, nicht wahr? Auch ein bisschen schade. Bedeutet schon mal was. Wir lassen die Autos mal ein bisschen wegfahren. Halt! So ist gut. Wir wollen kurz die Autobahn abreißen bis zu dieser Stelle. Ich weiß, das mögt ihr nicht. Das werden wir aber nicht verhindern können, Autos. Damit müsst ihr leben. Und dann gehen wir hier eher nach unten vielleicht ein bisschen. Um dann wieder langsam hochzugehen. Und dann passen wir uns da nach und nach an. So, hier kommen dann harte Wege, damit sie erstmal weiterfahren können. Und dann machen wir den anderen Abschnitt gleich. Dann wieder zu den Feldern. So. Kriegen nicht viel mehr. Ich hätte gedacht, ich kann es besser drehen dadurch. Und krieg's vielleicht ein bisschen weiter rein, aber weit gefehlt. Ja, ist schon besser. Könnten wir es denn so drehen? So würde gehen. Ja, dann machen wir es so rum.
Dann machen wir es doch so rum. Man sieht, passt immer noch nicht ganz zur Straße. Wo überlagert sich's? Irgendwas stört ihn hier. Ich sehe nicht, wo das Feld aufhört. Das ist echt nervig beim Feldbauen. Wäre irgendwie cool, wenn man da mehr... Also, dass das Feld vielleicht nicht in der gleichen Farbe wie abgerissener Boden oder sowas ist. Dann könnte man es leichter setzen, gleichzeitig hintereinander. Jetzt muss man immer warten, bis es so ein bisschen sich eingegroovt hat. Oh, und dann sieht man es nämlich erst. Und wir sehen da hinten die Straße, die muss dann noch ein bisschen weiter rumgehen. Okay. Dann lassen wir die an den Stellen hier kurz wegjuckeln. Es kommen immer wieder welche nach, nicht? Ja. Jetzt nicht. Passt. Sehr gut. Okay, du bist vielleicht ein Stück zu weit vorne dran. Und dann wollen wir vielleicht... Okay, du bist auch da noch im Weg. Ja. Ah, da ist noch ein Fahrzeug, bla bla bla. Ich weiß. Schade, hätte ja klappen können. Gut, dass wir den Tunnel ein bisschen weiter hinten rauskommen lassen. Dann ist das nicht so ein Problem. An sich. Ich glaube, ich muss diese Kurve leider rausnehmen. Dann müssen die halt kurz keine Wegfindung haben. Oh. Ich glaube, so können wir einigermaßen an den Feldern vorbei. Ohne dass wir Probleme kriegen. Ja, du bist hier noch irgendwie. Hier müssen wir eh gucken, wie wir da überhaupt hingehen. Ob wir das überhaupt so lassen. Ich glaube nämlich nicht. Da ist so ein kleiner Pnöppel. Das hier, das Stück müssen wir nochmal neu machen. Das passt noch nicht hundertprozentig. Das ist besser, aber auch noch nicht 100%. Du störst da auch noch. Leck nicht, Spiel, leck nicht. Ja, so richtig ist das noch nicht. Gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist hier zu eng. So. Jetzt hat er es, glaube ich, im Parallelmodus. Wunderbärchen. Oh, ihr kennt's. Renaturieren, wo geht. Der ganze Sand weg ist.
Was cool ist, die haben jetzt schon alle Wege hier hinten gebaut. Das heißt, das ist wunderbar mit Kieswoll. Sehr schön. Und hallo M Creations. Mit was verdiene ich Geld? Inzwischen, wir haben ja Forschung und alles mit Treibstoff. Und immer noch die Kleidung. Mehr nicht. Oha. Ein Auto muss repariert werden. Abnutzung 100%. Ja gut, ich würde sagen, den können wir auch mal tauschen vielleicht. Er ist aber erstmal nicht wichtig. Warum wurde der nicht repariert? Das ist die bessere Frage. Bankkommen tun die noch überall. Oh, die reparieren gerade den Hubschrauber. Und wahrscheinlich ist der Bus einfach auch zu alt. Ah, die Hubschrauber sahen auch schon echt übel aus, muss man dazu sagen. Und eigentlich machen wir nicht so viel Gewinn, so um die 500.000 im Monat, aber wir haben unsere Ausgaben reduziert sehr stark, nicht? Also am Anfang haben wir Kleidung hergestellt und Stoff importiert, sehr teuer. Jetzt importieren wir Chemikalien und Pflanzen. Und jetzt nehmen wir noch Pflanzen aus dieser Rechnung raus. Die da gerade kosten, aktuelles Jahr, Import 463.000 und die Chemikalien sind auch bei 700.000 inzwischen. Das heißt, wenn wir jetzt Chemikalien und Pflanzen rausnehmen, haben wir auch nochmal 800.000 mehr auf der hohen Kante. Schon sehr ordentlich, ja. Fast schon zu viel, aber es funktioniert. Aktuell bin ich mit allem eigentlich sehr zufrieden, außer dass wir zu wenig Stoff kriegen, weil wir halt nicht so viel Pflanzen importieren. Aber ich will jetzt auch nicht mehr LKW auf die Straße schicken. Und Schienen werden gerade erst gebaut. Das braucht also auch noch ein bisschen. Ah, der erste Tunnel ist fertig. Sehr schön. Also grundsätzlich könnten wir dann Züge kaufen. Die Frage ist, warum bauen die nicht? Doch, die bauen. Okay, sind nur sehr langsam, aber sie bauen. Es wird also noch eine Weile dauern, bis unsere erste Innenstadt-Schienenverbindung irgendwie mal halbwegs läuft, dass wir da wenigstens einen Innenstadttransport hinkriegen können. Und einen Arbeitertransport müssen wir da mal gucken. Wie und wo holen die sich denn die Bauhubschrauber ihre Materialien? Die holen sich ihre Materialien hier am Frachthubschrauberlandeplatz, der mit der Kiesbeladestation verbunden ist. Aktuell können die auch nur Kies beliefern, beziehungsweise kann man bei den Hubschraubern einstellen, dass die sich das hier hinter der Grenze holen sollen. Außerhalb der Grenze und dann fliegen die nämlich dahinter hin. Und holen sich die Sachen. Ist halt super hilfreich, beschleunigt viele Sachen enorm. Kann ich nur empfehlen, wenn man aber genug Treibstoff hat. Also die saugen Treibstoff ohne Ende, das muss einem bewusst sein. Wenn man den Treibstoff importiert, dann gehen die Treibstoffpreise auch sehr schnell in die Höhe. Kann ich also nicht bedenkenlos empfehlen, dieses Vorgehen. Aber wir transportieren, wir haben ja Ölexporte gehabt vorher und jetzt unseren eigenen Treibstoff. Da kann man sich das dann auf jeden Fall erlauben. Dann können die nämlich zum Beispiel schon Wege befüllen, die noch gar nicht erreichbar sind oder Gebäude, die noch nicht erreichbar sind, schon mit Materialien befüllen. Und ja, das ist eine echt praktische Sache. Später kann man die zum Beispiel an einen zentralen Baulager mit anschließen. Dann kriegen die alle Materialien und können alles intern auch umherfliegen. Wie sinnvoll das ist, einen Hubschrauber mit 10 Tonnen Bretter rumfliegen zu lassen, sei mal dahingestellt. Das ist schon dekadent, aber guck auf unser Geld. Dekadenz ist unser zweiter Vorname, nicht wahr?
Du kannst auch Passagiertransport mit Hubschrauber machen. Musst du dann nur überall Passagierlandeplätze haben. Die haben wir jetzt aktuell nirgendwo, weil ja, das ist was für reiche Leute. Nicht für die Arbeiterklasse. Aber könnte zum Beispiel in einer sehr bergigen Region wichtig werden, nicht wahr? Okay. Autobahn haben wir verbessert. Das erste Feld ist gesetzt. Jetzt können wir hoffentlich die anderen zwei, drei mit anfügen. Jetzt ist die Frage, wie war die Ausrichtung von dem Feld? Anscheinend genau so. Hier finde ich es schwierig, die Felder nebeneinander zu setzen. Weil die so groß sind. Und wenn man nicht ganz dicht dran ist, dann sieht man nicht, wo die Zäune sich genau matchen. Ich sehe es halt echt null. Vielleicht eher hier hinten. Gerade jetzt auch noch nachts ist noch schwieriger. So vielleicht. Sieht halbwegs okay aus. Kriegen wir noch ein drittes Feld daneben? Ja. Wir haben die Autobahn gut genug umgebaut. Die Frage ist aber, haben wir hier eine Auffahrt? Ja, oder? Hier kommt ein Autobahnkreuz irgendwie hin. Oder zumindest eine Auffahrt. Dann sollte ich das Feld vielleicht hier ein bisschen Abstand setzen. Und vielleicht im anderen Winkel. Jetzt sieht man es besser tagsüber. Oh, jetzt sieht man es besser tagsüber. Und was mache ich? Ich setze es falsch. Hä? Das war doch aber perfekt Kante an Kante. Hä? Ach, der Zaun ist nicht das Grüne. Ah, der Zaun ist unten am Gelben leicht. Boah, das sieht man ja gar nicht. So. Ja. Okay. Vier Felder schon mal ordentlich. Ich glaube, wir haben auch genug Platz gerade für Lieferzüge und Co. gelassen. Das ist auch sehr praktisch. Hier lassen wir auch ein bisschen mehr Platz, weil ich weiß aus guter Erfahrung, dass wir da doch das ein oder andere noch hinsetzen werden. Und falls wir doch nochmal irgendeine Zugverbindung später durchzimmern wollen, wäre das halt auch stark. So, hier kommt der Bauernhof hin, würde ich sagen. Und hier wollte ich eigentlich die Industrien hinbauen, nicht? Vielleicht machen wir auch den Bauernhof, machen wir die Felder nach da und der Bauernhof hier hin und die anderen Felder nach da. Dann müssen die immer über die Autobahn. Oder wir bauen das wie in echt. Stimmt, die Autobahn geht hier unten drunter. Muss hier rauskommen. Okay, dann müssen wir das erst bauen. Und dann machen wir dem Bauern eine extra Brücke drüber. Das gibt's ja ganz oft nicht. Die wird dann auch für Fahrradfahrer theoretisch genutzt. Gibt's hier nicht. Aber hier ist eh so ein großer Platz. Und wenn wir das noch ein bisschen ziehen, dann sollte der Platz für den Bauernhof reichen. Dann können wir hier zwei Felder noch hinmachen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Und dann kriegt er eher nach da drüben noch seine anderen Felder. Und hier lassen wir uns Platz für andere Industrien für später. Also, erstmal diese wunderschöne Autobahn. Halleluja. Hier ist eine Auffahrt. Und den Platz, den nutzen wir ja gar nicht. Den können wir also auch wegnehmen. Indem wir hier so machen. Dann gehen wir jetzt hier runter, würde ich sagen.
mit dem Tunnel. Tunnel mit Straßenbahn. Okay, krass. Unten drunter. 15 Meter. Ich finde 12 Meter eigentlich auch okay, oder? Dann der Tunnel. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir früh genug hochkommen. Ah, und dann nehme ich dem Bauernhof schon wieder den heimen Platz hier weg. Kann das sein? Die Felder sind doch größer, als ich gedacht hätte. Die sind ein bisschen zu unpraktisch für die Ecke. Vielleicht nehme ich nur mittlere. Dann wären es 30 mittlere anstatt 15 große. Weil ich eh glaube, dass ich das hier gar nicht hinkriege. Bedeutet aber auch, der hier muss ebenerdig laufen. Und das hier wird eine Brücke. Okay, wir müssen die eine Seite sperren. Die kriegen hier eine Überfahrt. So. Du musst leider die andere Spur benutzen. Vielen Dank. Dann haben wir nämlich hier erstmal freie Hand, das zu planen. Wir müssen es eh nacheinander machen, nicht? Beides kriegen wir gleichzeitig nicht hin. Und die Brücke kann ja relativ klein werden, das wissen wir ja von drüben. 9 Meter. So rum. 9 Meter ran. Sollte passen, aber das sieht doof aus, wenn hier da fehlt mir ein Pfosten. Wäre cool, wenn er da zwei Wingsinn hätte. So kriegt das nicht hin. Okay, interessant. Okay, er lässt da einfach keinen Pfosten entstehen. Ja, das sieht einfach merkwürdig aus. Das ist mir eigentlich schon wieder zu weit weg. Vielleicht nehmen wir eine andere Brücke. Können wir eigentlich auch machen. Ja, so gefällt mir das. Jetzt müssen wir nur das nochmal abreißen. Er ist echt doof, dass wir die... Wir haben die Umgehungsstraße weggehauen, bevor wir das hier fertig hatten, nicht? Ach nee, oh, jetzt ist das wieder. Oh Mann, das hasse ich auch. Man muss erst... Ah, da war ein Stück Straße drunter, was man nicht gesehen hat. Ich wollte gerade sagen, man muss erst die eine Straße setzen und dann kann man wieder die andere setzen. Komm, geht noch. Gut. Sehr gut. Und, ach komm, wir machen es gleich komplett. So. Dann hier ordentlich die Brücke. Bis daran. Bis daran. Hier noch ein Stück. Gerade. Dann da erst dran. Dann müssen wir gleich nochmal fein justieren. So. Jetzt Brücke. Manchmal geht's so geil und manche Sachen sind so krampfig dann.
So, Brücke und Tunnel bestätigt. Wobei wir das vielleicht noch ein Stück ranziehen können, dann hätten wir hier mehr Platz für den Bauernhof. Mal gucken. Ist eh sehr eng mit dem Speicher hier. Bin nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. So, jetzt wieder hinten. Einbahnstraße. Du willst ran. Ihr wollt abfahren. Okay, also ihr wollt abfahren. Achso, wir haben ja gestern herausgefunden, wir können, während wir das hier machen, F4 drücken. Und dann hat er zwar den Anfangspunkt als, den Anfangspunkt hier dran, aber den anderen Punkt nicht. So, nicht? Man kann das umschalten, aber je nachdem, ob man es beim Start oder Nicht-Start umschaltet, kann man das so ein bisschen beeinflussen, was man kriegt. Wir wollen einen steilen Winkel theoretisch haben, aber wir wollen auf diese Spur auffahren. Das wäre hier jetzt der maximale Winkel, den wollen wir ja gar nicht. So, gut. Hier jetzt das gleiche. Wir wollen von der Spur abfahren, aber nicht da ran. Sondern vielleicht so erstmal. Und jetzt wollen wir da ran. Dann parallel bis zu dieser Stelle hier. Ah, jetzt habe ich da mir den Dingsi gebaut. So. Und dann können wir nämlich so und dann rauf. Das sieht nicht geil aus. Ich glaube, lieber aus einem Guss. Kriegt er das hin? So vielleicht. Finde ich gut. Das hier gefällt mir noch nicht so. Ist mir ein bisschen zu eckig geworden. Versuchen wir es nochmal neu. Ja, besser. Das ist auch nochmal. Ich glaube, wenn man erstmal die Straße hier hat, dann kann man die Sachen nochmal neu machen. Dann werden die besser. Ne, wir müssen auch da anfangen. Ja, hier haben wir angefangen, nicht? Oh oh. Okay, das war doof. Da habe ich zu viel weggenommen. Besser. Jetzt ist er natürlich blöd. So, sehr gut. Ich denke, die zweite Autobahn wird, Auffahrt wird besser. Wir sehen aber, das Feld ist im Weg. Ja, na gut. Tschüss, Felder. War schön mit euch. Live long and prosper. Wir können nur nichts mehr mit euch anfangen. So, ihr wollt auch abfahren. Oh, machen wir es auch. Einmal so. Frage ist, wie weit? Boah, wird schon gehen. Achso, und Parallelmodus. Ganz wichtig, den darf man da nicht vergessen aus Versehen. Das ist, glaube ich, auch gut geworden. So, ihr wollt abfahren und auffahren. Ihr wollt abfahren. Hier wird es jetzt genau umgedreht. ...80 Grad, kriegen wir es hin. 82...
80, ja. Ein bisschen zu weit. Wir wollen ja an dem Punkt da rankommen. Kann sich nur um Millimeter handeln. Ja, so. Dann wollen wir von dem Punkt abgehen, wenn es geht. Okay, F4. Mal kurz aus. Bis dort. Und dort. Und das nochmal neu machen. Eigentlich müsste der viel steiler gehen, nicht? Und der nicht ganz so. Aber klar, ist eine andere Richtung. Ja, passt. Kann ja nicht alles gleichmäßig werden. Und hier ist die Fahne hier. Hier ab und wollen. Nee. Die fahren rechts, die wollen hier abfahren und da auffahren. Okay, also. Wieder 80 Grad, kriegen wir es hin. 90. Erstmal 80, so. Dann bis hoffentlich in etwa hier. Ist zu schräg geworden. Zu schrägi. Ab dem nochmal. Der geht doch zu weit raus. Ich glaube, das ist das Problem. Er darf nur bis zum UI jetzt rauskommen. Und dann. Ja, so ist okay. Und jetzt bis auf die Höhe hier. Also da. Und dann müssten wir da eigentlich wunderbar rankommen können, theoretisch. Kommen wir aber noch nicht. Okay, dann machen wir jetzt ihn hier. Ja, das ist auch noch nicht so das Gelbe vom Ei. Du bist da und du willst da ran. Geht auch noch nicht. Doch. Nein. Wäre schon schön, wenn die auf der gleichen Seite wenigstens ankommen würden. Okay, dann machen wir erst den äußeren. Ich glaube, das ist einfacher. Ich hätte mir mal die Meterzahl merken sollen. Dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Aber gut, es ist ja auch ein bisschen schräg. Das heißt, das ist auf allen Seiten ein bisschen unterschiedlich. Krass, dass er den er kriegt einen kleineren Winkel hin, statt den größeren. Das ist schon sehr merkwürdig. Weil er da auch gar nicht rankommt, so wie hier. Kommt nur... Ach so. Er kommt nur hier ran. Nicht so wie auf der anderen Seite. Ah, das ist Kacke. Und dann passt das hier nicht. Naja, ist klar. Dadurch muss er hier auch ein Stück weiter hinten anfangen. Wenn man will, dass es funktioniert. Wie viel weiter ist das? Ja, eigentlich nur so ein Stück.
Geht auch ein bisschen schräger. Gefällt mir nicht. Das nochmal mit ein bisschen gerader. Ich weiß, nicht? Wer sieht's eigentlich am Ende? Theoretisch niemand, außer das Ruckeln im Spiel. Oh Mann, dieses Speichern, das UI so krass ausbremst, ist echt ein Problem. Das ist doch viel zu krass, die Kurve jetzt. Warum sieht das hier anders aus als bei denen? Don't get it. Also nochmal, auf diese Höhe. So. Das wäre eigentlich okay. So, du fängst jetzt später an. Gehst dafür bis da. Und hast auch einen kleineren Anflanschwinkel. Ja, okay, dann ist es halt so. Und jetzt sehen wir, die würden ja nicht rumkommen. Und deswegen kriegen die jetzt von mir, während der Bauarbeiten, eine Umfahrungsstraße. Und das Zeug können wir dann aus Stein bauen. Und das zu dem Zeitpunkt zumindest auch. Und jetzt kommen die Hubschrauber und setzen das natürlich alles sofort ab. Warte. Fang nicht mit denen an. Ist aber okay, falls wir hier eine Straße noch ranmachen wollen, nicht wahr? Das ist okay. Bisschen Platz lassen zwischen Tunnel. Tunnel ist okay, Felder sind nicht okay. Ich glaube, ich mache die mittleren. Das Problem ist, mittlere brauchen mehr Fahrzeuge. Bin ich nicht so der Fan von. Bin aber auch kein Fan davon, den Platz hier zu verschwenden. Oder, ja, wir setzen das hier doch so hin, wie wir es am Anfang geplant hatten. Natürlich ruckelt es. Hat das jetzt an die richtige Stelle gesetzt, das Feld? Ich hoffe. Nervt echt mit dem UI-Ruckeln langsam. Ich glaube, sind zu viele Mods auch aktiv. Dann setzen wir die lieber so gestaffelt vielleicht. Dann kriegen wir drei Wingsinn hin. Das ist doch was. Sag mal, wie viele Ölfelder bräuchte es für eine 100% volle arbeitende Raffinerie? Ich würde so 20 sagen. Aber gut, meine arbeiten auch nicht zu 100%, sondern 93, 81, 80, 83, 88, 94, 75 nur, 71 nur, 80 nur. Warum sind die beiden so schlecht? Die haben doch da nach hinten das Feld. Sehr merkwürdig. 1, 2, 69, okay, die hier sind am schlechtesten, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also ich habe 11. Gut, ich exportiere auch noch das Öl. Öl ist jetzt positiv drin und ich habe 117 Arbeiter. Würde ich das Öl nicht exportieren, wäre das Öl voll. Das heißt, 11 reicht für 130 Arbeiter, würde ich sagen. Das heißt, bei 500 ist das Vierfache, dann 44. Sagen wir 45. Wenn du schaffst, dass die zu 100% arbeiten, dann wahrscheinlich 40 oder so. Da meine ein bisschen weniger haben, im Schnitt hat man ja so 80. Ja. Und bekommt man so viel Öl pro Minute zusammengefasst durch eine einzige Pipeline? Deswegen hat das Ding ja mehr als einen Anschluss. Würde ich auch nutzen.
Aber theoretisch müssten die Anschlussrohre, warte mal, wenn man baut, irgendwo stand, wie viel die schaffen. Irgendwo stand mal, wie viel ein Rohr schafft. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Bei den Pumpen steht es nicht dabei. Beim Ausgang hier steht es nicht dabei. Warte mal, stand das hier? Nee, Ausgänge priorisieren? Nee. Bei den Sachen? Nee. Ich weiß, irgendwo stand das mal. Aber ist lange her. Aber theoretisch müsste es reichen. Also jetzt läuft's voll. Okay. Wollen wir... Ah ja, okay. Die werden auch beladen. Alles klar. Jetzt sind auch gerade keine Arbeiter da. Deswegen bauen wir ja die Schienen. Ah, die Arbeiter hatten Probleme, um den Weg zu finden, nicht? Ja, ja, gut. Weil ich die Autobahn da gebaut habe. Das ist klar. Was ist hier mit denen? Steht ihr euch gegenüber oder baut ihr fleißig? Du baust den Tunnel. Okay, und weil die sich nicht blockieren, haben wir nur einen Schienenabschnitt. Das ist okay. Wäre cool, und da habe ich nicht dran gedacht. Wenn man von dem hier, hier hin... Warte mal, die, also die doppelte Schiene könnten wir auch noch hier hin bauen. Kriegen wir so eine kleine hier rüber? Nee, oder? Was ist denn das kleinste am Winkel? Das hier. Ja, gut. Aber es würde nicht mit dem passen. Wir würden schon rumkommen, aber nicht daran. Ja, gut. Dann sind die ja separat. Es ist eh egal. Das ist nur fürs Bauen jetzt gerade relevant. Okay, drei Felder sitzen. Die Autobahnstraße 1 mit einem kleinen Knick wird langsam fertig. Du kommst nicht mehr weg? Warum nicht? Weil du nicht fahren darfst. Du kannst einfach wenden und hier rüberfahren. Ich weiß nicht, wo sein Problem ist. Warum er stuck ist. Ich kann ihn auch nicht ins Depot senden. Ja gut. Wird sich automatisch auflösen. Irgendwann. Ich werde mal was austüfteln. Austüfteln ist auf jeden Fall das, was das Spiel auch will. Ich würde mir auch nicht im Internet angucken, wie die Sachen perfekt zu lösen sind, nicht? Da gibt's natürlich die genauen Layouts, wie viel Abstände du machen kannst, alles vorgegeben. Hier hast du zum Beispiel auch so ein Messtool, nicht? Damit kannst du sagen, okay, so weit soll das weg sein, das hier ist der erste Messpunkt, das soll so sein, das soll da sein. Könnte man auch benutzen, nicht wahr? Haus vom Nikolaus. Naja. Und nebenan der Weihnachtsmann. Hat nicht ganz geklappt. Oh, die erste Fähre. Fähre. Sehr gut. Da kommen die Busse. Ja, die brauchen jetzt sehr lange. Du bist liegen geblieben. Du bist ja auch echt kaputt. 76%. Naja. Ihr könnt euch freuen.
Wenn die Brücke nämlich fertig ist und die eine Seite... Ich weiß nicht, ob wir die andere Seite halt so lassen wollen. Da müssen wir mal gucken. Für ein Aufbauspiel fehlen so einige Detailangaben, wenn man möglichst effizient produzieren möchte. Das stimmt. Vor allem auch logische Sachen nicht. Also man weiß doch wohl, wie viel ich durch ein Rohr pumpen kann. Also das ist jetzt ja auch keine Mechanik, wo ich sagen würde, hahaha, finde doch heraus, dass ein Rohr nicht reicht. Du hast aber nur zwei Anschlüsse. Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Das sind so Sachen. Wenn man das zum Beispiel erforschen müsste, nicht, dass man sagt, okay, wir haben Rohre, wir wissen aber gar nichts mit den Rohren anzufangen. Ich muss in der Uni erst erforschen und kriege dann die Werte angezeigt. Das wäre nochmal was anderes. Das würde ich auch cool finden. Nicht, dass man das irgendwie verknüpft, aber so, dass du dann komplett allein gelassen bist. Aber ich weiß, irgendwo stand es. Eventuell sagen dir auch die Berater das. Kommissar für Wissenschaft, Propaganda, Bauleiter. Konstruktion von Förderung und Pipelines. Flughafen, Verbindung Fußwege, Bauphasen, Bauamt. Verkehr, Bildung, Wissenschaft. Wie bekomme ich Öl? Bla bla bla. Ölförderpumpe. Ja. Ich glaube, beim Wasser steht es aber dabei, nicht? Genau, hier. Beim Wasser haben sie es zum Beispiel im Tooltip dran. Es kann auch ein Übersetzungsproblem sein. Und im Englischen ist es drin, aber im Deutschen nicht. Also hier hast du maximaler Durchfluss bei maximalem Druck pro Tag 26,15. Die großen 127 Kubik. Und die hier 75 und 169 Kubik. Also da hast du es da. Da stand das dran. Das fehlt bei den Pipeline-Rohren. Was kann sein halt, dass der Tooltip einfach nicht übersetzt ist richtig oder die Information nicht in der Übersetzung drin ist. Also könnte theoretisch auch kein reines Spielproblem, sondern Community-Übersetzung noch sein oder so. Ich weiß nicht, ob die inzwischen eine professionelle Übersetzung hatten oder das immer noch Community ist. Ah, ich mag so Baustellen zuzugucken. Stau? Okay. Ja, okay, weil die Straße gerade nicht fertig war. Pff. Okay, dann können wir das hier noch verbessern auf jeden Fall. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das hier wird sich nicht mehr ändern. Und das hier wird sich auch nicht mehr ändern. So. Ich spiele auf Englisch, da steht in den Tooltip zur Pipelines auch nichts. Okay, das ist gut zu wissen. Dann ist es ein, würde ich sagen, weil die Pipelines so lange drin sind, dass der Tooltip einfach mal überarbeitet werden müsste. Wäre auf jeden Fall super gut. Aber wenn man jetzt sich mal die Rohrdicke anguckt und vergleicht mit den Wasserrohren. Okay, ich sehe jetzt hier die Wasserrohrdicke nicht, natürlich. Würde ich sagen, das ist schon ein dickes Rohr. Oh, da habe ich eins gebaut. Wenn nicht sogar noch dicker, also wahrscheinlich eher... Nee, das ist zu dick. Also etwas zwischen dem hier und dem hier. Nicht dem größten Wasserrohr und dem anderen. Je nachdem, gut, Öl hat eine andere Dichte. Aber das dickste hat hier 169 und das hier 127. Das heißt, ich würde sagen von 150 Litern oder sowas, Kubik, ist auszugehen. Wie viel? Warte. Ich glaube, ich weiß, wie wir es rückrechnen können. Das machen wir noch. Wenn wir beim Öl gucken, die Raffinerie schafft bei maximaler Produktion 250 Tonnen Öl zu verbrauchen. Sie hat zwei Anschlüsse. Also sind das 125 pro Anschluss, der reingehen kann. Also kann ein Rohr 125 schaffen. So würde ich das rechnen. Weil sie würden ja nicht eine Fabrik, die mehr produzieren kann, als Anschluss da ist, ins Spiel bringen. Und da die hier 250 Tonnen Öl verarbeiten kann, zwei Anschlüsse hat, durch zwei haben wir es.
So würde ich runterrechnen. So. Wie viel schafft das? Maximale Produktion 7 Tonnen Öl bei 100. Dann weißt du, 250 durch 7. Dann hast du es ja in etwa. Das Minimum zumindest. Wären 38 im Minimum. Siehst du, da kommen wir auf meine, weil du nicht 100% haben wirst pro Ding, dass du 40 brauchst und 45, um Sicherheit zu haben. So, welches Gebäude hat gebrannt? Irgendein Wohngebäude. Alles klar. Das ist uns egal. Das kann brennen. Und in der nächsten Folge endlich doch die Felder. Vielleicht schaffen wir es, den Bauernhof zu bauen. Bis gleich.